Einen wunderschönen guten Tag zusammen hier aus der Anatomie in Rostock. Ich darf Sie begrüßen hier zu einem neuen Format, was wir so vor ungefähr 3-4 Monaten begonnen haben, die Rostocker Runde auf unserem YouTube-Kanal. Ja, wir widmen uns in dieser Rostocker Runde spannenden und aktuellen gesundheitspolitischen Themen und sind heute froh, dass wir Herrn Dr. Wissing vom Medizinischen Fakultätentag gewinnen durften. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen, Sie haben in Osnabrück studiert, haben dann Ihre Promotion in Oxford gemacht, in Cambridge und Heidelberg dann Postdoc gewesen und dann über mehrere Jahre bei der DFG aktiv, zuerst als Fachreferent, dann als Programmdirektor und dann seit 2016 Generalsekretär beim Medizinischen Fakultätentag, verbunden mit Mitgliedschaft des Präsidiums. Herr Dr. Wissing, ich freue mich, dass wir Sie heute gewinnen konnten und es dreht sich einmal wieder um die geplante Novelle der Approbationsordnung der Humanmedizin. Die Approbationsordnung der Zahnmedizin wurde ja schon vollzogen und jetzt soll die Humanmedizin folgen. Es wurde ein Referentenentwurf vorgelegt vom Bundesgesundheitsministerium und hier gibt es etliche Punkte, wo vielleicht Differenzen zu sehen sind. Bei manchen Punkten freuen wir uns vielleicht auch, dass es Neues gibt und da würde ich gerne Ihre Meinung bzw. die Meinung des Medizinischen Fakultätentages hören. Aber ganz kurz, was ist eigentlich der Medizinische Fakultätentag? Ja, vielen Dank, Herr Kipp, für die Einladung. Ich erkläre kurz, was der Medizinische Fakultätentag ist. Den gibt es schon seit über 100 Jahren. Das ist der Zusammenschluss aller medizinischen Fakultäten in Deutschland. Wir sind ein Verein, gemeinnützig, finanzieren uns aus den Mitgliedsbeiträgen. Das heißt, wir sind da auch neutral oder eindeutig, was die Interessensvertretung angeht. Wir haben 39 Mitglieder, das sind 38 staatliche Fakultäten und mit Witten-Herdecke auch eine private Einrichtung. Und wir vertreten die medizinische Fakultät natürlich in allen Belangen der medizinischen Forschung, von der Grundlagenforschung über die klinische Forschung bis hin zur Versorgungsforschung und natürlich auch in allen Belangen der Lehre und der Ausbildung. Humanmedizin, Zahnmedizin haben Sie ja gerade auch schon genannt. Es gibt natürlich auch noch andere Studiengänge, molekulare Medizin wird an einigen Standorten angeboten oder auch sowas wie Hebammenwissenschaften, Pflegewissenschaften, also alles, was in den medizinischen Fakultäten im Prinzip angeboten werden. Und wir arbeiten auch eng zusammen mit dem Verband der Universitätskliniken, die dann auch die Versorgungsseite, die Patientenversorgungsseite natürlich vertreten. Das heißt, zusammen als Deutsche Hochschulmedizin treten wir dann gelegentlich auch auf, um dann eben alle Belange von Forschung, Lehre und Krankenversorgung gemeinsam zu vertreten. Dann kurz dazu, das war mir gar nicht bewusst, wenn es sich um einen eingetragenen Verein handelt, kann jeder Mitglied werden beim Medizinischen Fakultätentag oder nur die Fakultäten? Kann ich da Mitglied werden? Nein, da müssen Sie tatsächlich Dekan werden, dann können Sie auch Mitglied werden. Also oder gründen Ihre eigene Fakultät und wenn der Wissenschaftsrat sagt, ist toll, was der Kipp da macht, dann gerne. Oh, danke für die Klarstellung. Ja, gehen wir ein bisschen medias res. Es gibt einen Kommentar zur Novelle oder zum Referentenentwurf der Approbationsordnung von der Deutschen Hochschulmedizin, auch e.V. Und darin heißt es ganz am Anfang, Verantwortlichkeiten in Bezug auf Lehre und staatliche Prüfungen müssen klargestellt werden. Das sieht also diese Stellungnahme ein Defizit. Welche Prüfungskompetenzen sollten Ihrer Meinung nach bei den Fakultäten und welche bei den Landesprüfungsämtern bleiben? Und was ist da irgendwie noch nicht klargestellt in diesem Referentenentwurf? Wo muss da nachgebessert werden? Ja, der Referentenentwurf, der geht an einigen Stellen aus unserer Sicht nicht klar genug an das Problem heran. Also zum einen, es ist klar, Staatsexamen sind auch Staatsprüfungen. Allein diese Definition fehlt schon. Also das ist nicht eindeutig festgelegt, dass es sich um Staatsprüfung handelt. Und wir sehen, dass in der Approbationsordnung jetzt sehr umfangreiche Regelungen erfolgen, wie diese Staatsprüfungen auszusehen haben. Und teilweise sehr kleinteilige Vorgaben, teilweise sehr anspruchsvolle Vorgaben und auch teilweise Vorgaben, die sehr auch wo noch nicht klar ist, ob sie überhaupt am Ende des Tages umsetzbar sind. Also ein Beispiel ist zum Beispiel die Prüfung am ambulanten Patienten, die ja neu
mit reinkommen soll, wo in einer etwa 6-stündigen Prüfung dann am ambulanten Patienten die Prüfung erfolgen soll. Wir gehen davon aus, dass es dann auch irgendwo niederlassenen Praxen erfolgt. Wir gehen davon aus, dass dann auch dort irgendwie organisiert werden soll, wer sind die Prüfer, wie kommt der ambulante Patient jetzt in die Prüfung hinein, in das Prüfungsgeschehen. Es ist vorgesehen, dass dort auch nochmal eine sogenannte interprofessionelle Übergabe stattfindet. Das heißt, dort nochmal eine medizinische Fachangestellte in die Prüfung mit einzubinden ist. Das heißt, all das muss irgendwo organisiert werden. Die ganze Choreografie ist sehr komplex. Es sind Patienten, die in der Regel auch krank sind. Also es ist eine gewisse Herausforderung, das alles zu organisieren. Und aus unserer Sicht ist klar, letztlich die Verantwortung dafür, dass das alles reibungslos läuft und dass das auch sichergestellt ist, dass diese Prüfung stattfinden kann, die muss natürlich bei den Landesprüfungsämtern liegen. Also das kann nicht Aufgabe der Fakultät sein, all das zu organisieren, wo sie teilweise selber noch nicht mal irgendwo Durchgriffs- oder Organisationsrechte hat, weil das in einem Setting passiert, die gar nicht bei den Fakultäten liegen. Ähnliches gilt auch für die sogenannten OSKIs, also diese Parcoursprüfungen, die ja dort jetzt auch angedacht sind, die auch dort wieder sehr anspruchsvoll sind mit sehr kleinteiligen Vorgaben. Es müssen Schauspielpatienten natürlich gestellt werden für all diese Stationen. Dann muss für jede Station ein Prüfer und ein Beisitzer organisiert werden, entsprechend mit klinischer Qualifikation. All das muss teilweise dann zum Beispiel im Dezember, dann kurz vor Weihnachten, muss das sichergestellt sein, dass dann all diese Prüfer dann auch verfügbar sind. Und das ist wie bisher auch. Also die Landesprüfungsämter haben formal die Verantwortung dafür, diese Prüfung zu organisieren, durchzuführen. Unterstützt wird das natürlich ganz maßgeblich von den Fakultäten, das ist klar. Also die eigentliche, sage ich mal, rechtliche Verantwortung liegt bei den Landesprüfungsämtern, aber organisatorisch und vor allen Dingen auch inhaltlich liegt natürlich sehr viel Verantwortung und auch Kompetenz bei den Prüfenden. Also Sie, Herr Kipp, haben natürlich die inhaltliche Kompetenz, das kann kein Landesprüfungsamt machen. Aber sicherzustellen, dass es viele von Ihnen gibt, Herr Kipp, die dann auch rechtzeitig da sind und das alles machen und sowas, muss am Ende des Tages aber das Landesprüfungsamt. Die Fakultäten können unterstützen auch gerne im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Ressourcen. Aber die Sicherstellungsverantwortung dafür, das muss ganz klar formuliert sein, das muss bei den Landesprüfungsämtern liegen. Und auch diese jetzt zusätzlichen Verantwortlichkeiten, die jetzt definiert sind. Und wir haben ausgerechnet, dass wir etwa 4 bis 5 Mal so viele Prüfer zukünftig benötigen werden. Das können wir nicht garantieren in den Fakultäten. Da unterstützen wir, soweit wir können und machen das auch gern. Und wie gesagt, die inhaltliche Kompetenz liegt ganz klar bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Universitäten, an den Hochschullehrern, das auch sicherzustellen. Aber es kann nicht sein, dass da die gesamte Organisationsverantwortung und Sicherstellungsverantwortung an die Fakultäten abgewälzt wird. Und das muss klargezogen werden. Dass natürlich die Fakultäten, also die können prüfen, Herr Kipp, Sie wissen, wie man Studierende prüft, sowohl im Rahmen des Staatsexamens als auch im Rahmen der fakultären Prüfung. Und das machen wir natürlich auch weiterhin gut und gern. Aber da haben wir natürlich mehr Freiheiten, Gestaltungsmöglichkeiten, zu welchen Zeitpunkten wir welche Prüfungen machen, wie Prüfungsformate auszusehen haben. Das lässt sich natürlich ganz anders in die Abläufe einbinden, als das, was jetzt mit diesem sehr kleinteiligen Staatsexamen vorgegeben ist. Im zweiten Komplex betrifft die Finanzierung. In demselben Papier steht, ich zitiere da, ein erhebliches Defizit des vorliegenden Entwurfs besteht in dem Fehlen einer soliden Abschätzung der zur Umsetzung erforderlichen Mehrkosten und einer belastbaren Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern. Nun, diverse Schätzungen wurden bereits genannt, wie viel das alles ungefähr mehr kosten könnte. In dem Papier sind genannt 400 bis 500 Millionen Euro pro Jahr Zusatzkosten, wenn wir davon ausgehen, dass die Anzahl der Studierenden gleich bleiben, plus zusätzlich noch Transitionskosten von ungefähr 180 Millionen Euro über 5 Jahre hinweg. Ich verstehe unter den Transitionskosten also wahrscheinlich die Umorganisation von dem einen Studiengang in den anderen Studiengang, den, wenn ich es richtig begriffen habe, auch die Modellstudiengänge betreffen würde, in variablem Ausmaß. Infrastrukturkosten im Sinne von neue Lehrgebäude etc. sind da wahrscheinlich noch gar nicht eingerechnet. Wie kommt der medizinische Fakultät, also kommen die Zahlen überhaupt vom medizinischen Fakultät-Tag? Und wenn ja, wie kommt man auf so eine Schätzung und
wie realistisch ist die Setzung? Was ist da der Stand der Dinge mit den Mehrkosten? Ja, also wir haben tatsächlich eine Abschätzung gemacht, weil die fehlt in dem Referentenentwurf. Das ist eigentlich Aufgabe des BMGs, so eine Abschätzung zu machen. Aber Sie haben es ja selber gesehen, da steht nichts zu drin. Das muss noch erarbeitet werden. Und wir sind von der Kultusministerkonferenz der Länder gebeten worden, da eine entsprechende Abschätzung zu machen. Haben das auch gemacht, indem wir eine einigermaßen repräsentative Auswahl von Standorten gemacht haben. Norden, Süden, Osten, Westen, Modell, Regelstudiengang und haben dann entsprechend dann für die einzelnen Positionen Schätzwerte ermittelt. Wie gesagt, das sind alles Schätzungen, also die genaue Kalkulation kann Ihnen wahrscheinlich keiner sagen, aber es sind glaube ich, gut belastbare Schätzwerte und diese Schätzwerte dann entsprechend gemittelt und zusammengeführt. Und das sind dann tatsächlich diese Größenordnungen, die da kommen. Also wenn man sich mal anschaut, was ja auch an Reform angedacht ist, da bleibt ja eigentlich kein Stein auf dem anderen. Sie haben es schon gesagt, selbst die Modellstudiengänge müssen nochmal erheblich umplanen und neu planen. Das Z-Curriculum haben die in der Regel Modellstudiengänge schon. Die Regelstudiengänge müssen da nochmal deutlich umplanen. Das heißt, die ganzen Curricula müssen neu erarbeitet werden. Es ist die Modularisierung angedacht. Das heißt, da, wo früher häufig bestimmte Fachvertreter mehr oder weniger selbst eine Kursreihe organisiert haben, muss das jetzt viel stärker zentral organisiert und koordiniert werden. Das sind deutlich höhere Koordinierungsaufwände, die entstehen. Es muss viel umgeschult werden, auch die Dozierenden müssen teilweise neu geschult werden, sich in Dinge einarbeiten. Dann soll die praktische Ausbildung deutlich gestärkt werden. Also wir werden deutlich größeren Umfang Blockpraktika haben, praktische Ausbildungseinheiten. Die sind in aller Regel nur in kleinen und Kleinstgruppen zu unterrichten. Das heißt, der Betreuungsaufwand wird deutlich größer und auch dort ist der Koordinierungsaufwand, all diese Kleingruppen und kleinformatigen Ausbildungsformen zu organisieren, ist ein deutlich erhöhter Aufwand. Allgemeinmedizin haben wir gerade schon angesprochen. Da sind wir auch im Disput mit der Fachgesellschaft für die Allgemeinmedizin, die DGAM, ist die Frage, wie schaffen wir es, die erheblich größere Zahl von Lehrpraxen, die erforderlich sein werden, um all die Studierenden, die jetzt verpflichtend in den Lehrpraxen auch einen großen Teil ihrer Ausbildungszeit verbringen müssen, zu rekrutieren. Da gibt es Abschätzungen einer Aufwandsentschädigung. Im Augenblick liegt die im Schnitt bei etwa 30 Euro. Das ist auch das, was die DGAM ansetzt. Das heißt, ein Lehrpraxisinhaber, es wird davon ausgegangen, wenn ein Studierender 8 Stunden am Tag da ist, dass im Schnitt etwa 1 Stunde Betreuungsaufwand da drin steckt. Und das kann man dann umrechnen in wie viel muss ich dann für diese 1 Stunde irgendwo als Aufwandsentschädigung zahlen. Wie gesagt, im Augenblick sind es 30 Euro. Wir sehen allerdings jetzt schon eine Reihe von Standorten, die deutlich mehr zahlen müssen, weil sie sich in einer wettbewerblichen Situation mit anderen Standorten befinden. Und wir gehen davon aus, dass wir zukünftig etwa 4-mal so viel sagen wir, Betreuungsaufwand sicherstellen müssen. Das heißt, wir reden darüber, dass wir zukünftig etwa 1 Million Betreuungsstunden pro Jahr im ambulanten Setting irgendwo sicherstellen müssen. Und das ist die Frage, reichen dann diese 30 Euro immer noch oder muss man da mehr ansetzen? Die Erfahrung, die wir jetzt schon in Regionen haben, wo es diesen Wettbewerb gibt, da liegen wir heute teilweise schon bei 100 Euro. Und das ist aus unserer Sicht eher das, was wir ansetzen müssen. Also multiplizieren Sie jetzt mal diese 1 Million Stunden pro Jahr in ambulanter Betreuungsleistung, die erbracht werden muss. Multiplizieren das mit dem jeweiligen Stundensatz und dann sehen Sie schon, bei welchen Millionenbeträgen Sie allein in dem Bereich landen. Das sind Annahmen. Wir wissen nicht, wie die Situation in 2025 tatsächlich sein wird, wie sehr wir uns dann im Wettbewerb befinden werden. Aber ich glaube, es ist eine sehr realistische Annahme, irgendwo solche Stundensätze da auch reinzurechnen. Wir haben gerade über die Staatsexamina gesprochen. Auch dort wird es deutlich erhöhte Aufwände geben. Nicht zwingend bei den Fakultäten, also dass die Fakultäten da jetzt nochmal erhöhte Kosten haben, aber sicherlich Landesprüfungsämter, die ja entsprechend die Prüfer erstatten müssen. Aber auch da wird man fragen müssen, diese OSCE-Parcours, die kosten ja auch irgendwie. Da müssen auch wieder dieser Schauspielpatienten einbestellt werden. Es müssen Ausstattungen gewährleistet werden, bauliche Maßnahmen. Das ist an den Standorten sehr unterschiedlich. Die haben wir jetzt nicht reingerechnet, weil einige sind da schon sehr gut ausgestattet. Andere müssen sicherstellen, dass sie zum Beispiel diese 2 Minuten Wechselzeit auch immer garantieren können, die da drinstehen. Also da steckt viel Teufel im Detail, aber sicherlich einiges, was noch an Kosten kommt. Die wissenschaftliche Arbeit, die wir sehr begrüßen,
Muss natürlich irgendwo betreut werden. Auch da werden Sachkosten entstehen. Auch das muss man natürlich irgendwo reinrechnen. Wir freuen uns auch, dass das Thema digitale Lehre jetzt auch dezidiert mit aufgegriffen wurde. Das fehlte bislang, fehlt auch im Masterplan. Dass das jetzt drinsteht, finden wir gut. Aber auch das ist natürlich was, was irgendwo jetzt unabhängig von der Approbationsordnung sowieso kommen muss, aber natürlich irgendwo auch zusätzliche Kosten generiert. Interprofessionelle Ausbildung wollen wir gerne mit einbringen. Auch da, wenn man solche interprofessionellen Ausbildungsstationen schafft, auch dort entstehen höhere Kosten. Und wenn man das alles mal zusammenrechnet, dann kommt man eben auf etwa 30.000 bis 37.000, 38.000 Euro pro Studienplatz. Wir gehen davon aus, dass das mit den Anstrengungen der Länder, die die Länder im Augenblick machen, die Studienplatzzahlen zu steigern. Teilweise werden komplett neue Fakultäten gegründet, teilweise wird an den bestehenden Fakultäten ausgebaut, dass wir dann eher über 12.000 Studienplätze reden pro Jahr, die dann auch irgendwo natürlich finanziert sein wollen, wenn wir über 2025 und folgende reden. Und wenn man das alles aufaddiert, dann kommt man natürlich auf enorme Summen, die da zusammenkommen. Und die Krux bei der Sache ist, es ist der Bund, der das Ganze bestellt. Also die Approbationsordnung wird vom Bund geschrieben, aber es ist die Wissenschaftsseite der Länder, die das irgendwo zahlen muss. Und da laufen im Augenblick dann die Gespräche jetzt zu sagen, wie kann man da eine gemeinsame Finanzierung hinbekommen. Das heißt, was liegt bei den Ländern, wo kann sich der Bund beteiligen, wo gibt es Möglichkeiten für den Bund, wo gibt es auch Möglichkeiten für andere Akteure, wie die KV, zum Beispiel im niedergelassenen Bereich, da irgendwo zusätzliche zum Beispiel Reisekosten für die Studierenden zu tragen oder eben auch Teile der Aufwandsentschädigung zu tragen oder wie auch immer. Also die Gespräche laufen gerade und ich hoffe, dass die da zügig auch zu Potte kommen, damit wir dann auch bald eine Entscheidung sehen, die auch auf einer belastbaren Finanzierungsvereinbarung beruht. Ich denke auch, die Finanzierung muss diesbezüglich sichergestellt werden. Ich kenne das aus meiner Zeit am Modellstudiengang RWTH Aachen, was viel Spaß gemacht hat, das Z-Curriculum, genauso wie auch jetzt der Regelstudiengang Spaß macht. Aber es war natürlich, wenn man nicht so isoliert als Anatom, als Physiologe, als Biochemiker seine Lehrveranstaltungen planen und strukturieren konnte, viel Interaktion mit anderen Fachdisziplinen, was für einen selber sehr zeitaufwendig war, aber dann auch für das Studiendekanat natürlich eine große Aufgabe war, das Ganze zu koordinieren, die Prüfungen, die einzelnen Lehrveranstaltungen. Und da muss natürlich ein gewisser personeller Hintergrund dann auch sein. Ich persönlich habe so ein bisschen geschluckt, als Sie gesagt haben, 8 Stunden Student in der Allgemeinarztpraxis rechnen, dann 1 Stunde Betreuungszeit. Mir persönlich kommt das jetzt wenig vor, weil ich nicht weiß, was der Student die restlichen 7 Stunden dann macht. In der Allgemeinarztpraxis kommen ja die Patienten im 15-Minuten-Takt mit ganz verschiedenen Symptomen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine sehr konservative Schätzung ist. Ich hätte es vielleicht lieber und die Studenten vielleicht auch. Wenn es vielleicht 50-50 wäre, 4 Stunden bei 8 Stunden. Aber gut, was mir noch eine Frage aufgeworfen hat, Sie hatten von einer Konkurrenzsituation gesprochen, also in Gebieten, wo vielleicht verschiedene Fakultäten um die gleichen Hausärzte konkurrieren. Und Sie haben gesagt, es gibt schon, konkurrieren da in der Tat verschiedene Fakultäten um die gleichen Hausärzte und bieten sich hoch? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, ich glaube, hochbieten ist es noch nicht, aber es ist tatsächlich, ich meine, Sie haben ja Aachen gerade genannt. Also wenn man sich vorstellt, jetzt Aachen, Düsseldorf, Köln, Bonn müssen jetzt eine erhebliche Zahl von Praxen rekrutieren, dann gibt es da schon Probleme. Also gerade Aachen hatte eben die Herausforderung, hinter sich liegen die Niederlande. Da ist es nicht so leicht, jetzt Praxen zu rekrutieren. Vor Aachen liegen dann entsprechend Köln, Bonn, Düsseldorf, die ja auch alle um Praxen werben werden. Also gerade Aachen zum Beispiel ist so ein Standort, die jetzt schon deutlich mehr zahlen müssen, um sicherzustellen, dass die hinreichende Zahl von Praxen rekrutieren. Man kann natürlich ausweichen in die Eifel, schauen, dass man irgendwie weiter in die Region geht. Da ist, sagen wir mal, die Ärztedichte aber auch relativ dünn und da habe ich natürlich auch wieder dafür erhöhte Reise- und Unterbringungskosten. Das muss ich natürlich auch alles irgendwo sicherstellen. Und das, was Sie angesprochen haben, also die Frage der Betreuung, ja, 1 Stunde, das ist jetzt, sage ich mal, die Nettozeit. Es wird natürlich viel mit, man schaut auch zu, man wird begleitet. In der Zeit findet natürlich auch trotzdem Patientenversorgung statt. Also das ist jetzt, sage ich mal, wirklich so eine Art Abschätzung der Nettozeit. So steht es in der Begründung auch für die Approbationsordnung so drin, hinten, diese 1 Stunde.
Aber die Anforderungen sind natürlich auch so, dass das gesagt wird, es wird erwartet, dass es ein eigenes Untersuchungsbehandlungszimmer für die Studierenden gibt, wenn er dann dort ist, Zugang zur IT, also ein eigener Computer und solche Dinge. Das sind natürlich auch nochmal Anforderungen an die Praxen, die auch nicht jeder Praxisinhaber erfüllen kann oder vielleicht auch nur erfüllen kann, wenn er halt dann doch entsprechend diesen Aufwand dafür auch entschädigt bekommt. Also ich glaube, allein nur auf den Goodwill und die Motivation zu setzen, das funktioniert im Augenblick. Also ich glaube, wir haben sehr viele motivierte Allgemeinmedizinerinnen, Allgemeinmediziner, die sagen, das macht ihnen auch Spaß und sie machen es auch gern. Ob wir das dann noch unter den Pflichtbedingungen haben, wenn dann ein vielleicht nicht mehr ganz so motivierter Studierender auf einen nicht mehr ganz so motivierten Allgemeinarzt trifft und die beiden sollen irgendwie miteinander klarkommen in dieser Ausbildungssituation, ist ein anderes Setting als das, was wir im Augenblick erleben. Und könnte es vielleicht ja auch passieren, dass man wirklich einen sehr motivierten Allgemeinmediziner hat, aber es daran scheitert, weil er eben dann die Räumlichkeit nicht zur Verfügung stellen kann, weil es die Praxis nicht hergibt. Ja. Gut. Ja, vielleicht als abschließende Frage, wir wollen ja nicht immer nur nörgeln oder kritisieren. Es gibt ja auch Positives, was in diesem Referentenentwurf steckt, beziehungsweise es gibt ja auch schon gewisse Vorschläge, was man besser machen könnte und wo die Reise hingeht. Was sind Ihre Anregungen, was sind Ihre Vorschläge einerseits an das Bundesgesundheitsministerium und andererseits an die Fakultäten? Also was wir sehr, sehr positiv begrüßen, ist die Kompetenzorientierung, die jetzt auch so explizit formuliert ist und gerade auch die Rolle des nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalogs. Den hat ja der MFT auch mit Unterstützung von vielen Expertinnen und Experten aus den Fakultäten und Fachgesellschaften erarbeitet und jetzt nochmal überarbeitet, um ihn auch hinzuführen auf die Approbationsordnung. Er ist, glaube ich, jetzt, so wie er jetzt ist, noch nicht komplett fertig für die Approbationsordnung, aber wir werden sicherlich noch eine weitere Überarbeitungsschleife haben. Aber bis 2025 müssen wir diese Zeit dann auch nutzen, das zu tun. Aber grundsätzlich der NKLM, glaube ich, sehr, sehr positiv, dass der jetzt auch explizit dort genannt ist und auch explizit die Fakultäten genannt sind, die den NKLM auch weiterentwickeln und damit auch die Inhalte des Studiums auch stärker bestimmen können. Das ist sehr positiv. Wir würden uns wünschen, dass man an anderer Stelle dann auch, sag ich mal, die Regulierungsdichte und kleinteilige Vorgabe zurückschraubt. Aber mit dem NKLM hat man jetzt ein Instrument, was dann auch die Dynamik der medizinischen Entwicklung besser abbilden kann, als es eine Approbationsordnung tut, die vielleicht alle 20, 30 Jahre mal reformiert wird, wo wir ja immer sehen, wir laufen viele Entwicklungen hinterher. Das ist mit einem Instrument wie dem NKLM natürlich besser zu machen. Also da würden wir uns dann wünschen, dass man sagt, ja, wir vertrauen auf den NKLM als Instrument der Fakultäten und nehmen dafür sehr viele kleinteilige inhaltliche Vorgaben in der Approbationsordnung zurück. Also das würden wir uns an der Stelle wünschen. Aber wie gesagt, die Stärkung der Rolle des NKLM ist grundsätzlich sehr positiv. Das Thema Digitalisierung habe ich vorhin schon angesprochen. Also zum einen die Inhalte der digitalen Medizin jetzt auch explizit benannt sind. Das ist, glaube ich, wichtig. Wie gesagt, eine Sache, wo wir lange hinterhergelaufen sind mit der Approbationsordnung. Öffentlicher Gesundheitsdienst ist jetzt nochmal klar geworden, dass es auch ein wichtiger Inhalt ist, der natürlich explizit auch genannt werden sollte. Aber eben auch die Möglichkeit, digitale Lehrformate jetzt auch rechtlich sauber anbieten zu können und nicht nur als Pilotprojekte hier und da, sondern wirklich als ein regelhaftes Instrument anbieten zu können. Wie gesagt, da gibt es da noch Dinge, die müssen noch nachjustiert werden. Auch gewisse gesetzliche Rahmen müssen noch geschaffen werden, die das dann auch tatsächlich erlauben. Aber grundsätzlich, dass es explizit genannt ist, finden wir gut. Genauso wie das jetzt auch das Thema Wissenschaftlichkeit explizit genannt ist. Das ist implizit, wurde das natürlich immer und überall vermittelt. Also gerade in den Grundlagenfächern, aber auch viele klinische Fächer haben natürlich die Nähe zur Wissenschaft schon implizit immer mit gelehrt. Aber explizit war das bislang nicht Inhalt der Approbationsordnung. Das ist jetzt expliziter gemacht. Das finden wir auch sehr, sehr positiv, dass das seinen Eingang gefunden hat. Und auch bei aller Kritik an einigen Überregulationen, also grundsätzlich das Thema ambulante Medizin in die Ausbildung mit reinzubringen, finden wir gut und richtig. Wir würden uns allerdings wünschen, dass das jetzt weniger Festschreibung von bestimmten Versorgungsformen ist. Also ambulante Medizin findet auch jetzt schon und zukünftig vermutlich auch noch mehr, nicht nur im niedergelassenen Bereich statt, sondern zum Beispiel auch in Hochschulambulanzen, in anderen Zentren. Also wir werden sicherlich hoffentlich auch in naher Zukunft neue Versorgungsformen der ambulanten Versorgung sehen. Und da
würden wir uns wünschen, dass die Approbationsordnung da jetzt nicht Dinge festschreibt, die dann vielleicht in 10 Jahren auch schon wieder überholt sind, weil es ganz neue Formen der ambulanten Versorgung gibt, sondern da, dass man das raushält aus der Approbationsordnung, festschreibt, ja, ambulante Lehre und ambulante Prüfungen ist gut, ist ein wichtiger Inhalt, den müssen wir vermitteln, aber keine Festschreibung von einzelnen, vielleicht in 10 Jahren auch nicht mehr ganz aktuellen Versorgungsformen. Das würden wir uns wünschen. Wo sicherlich die Approbationsordnung über das Ziel hinausschießt, ist die Rolle der Staatsexamen. Also zum einen zu viele Prüfungszeitpunkte, da würden wir uns wieder weniger wünschen. Ich glaube, weniger ist an der Stelle mehr. Und auch zum Beispiel dieser M3-OSCI, den halten wir an der Stelle für didaktisch verfehlt. Also ich glaube, da ist es besser, im Rahmen des PJs noch mehr Feedback und auch formatives Feedback reinzubringen. Da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr strukturieren. Aber so ein OSCI am Ende, der dann sehr kleinteilig nach Checkliste wieder prüft, der ist didaktisch verfehlt. Und wir haben ja gerade über die Aufwände gesprochen. Verzichtbar, ohne dass man didaktisch was verliert, aber sicherlich enorm gewinnt an Komplexitätsreduktion an der Stelle. Herr Dr. Wissing, vielen lieben Dank für das Gespräch von heute. Über die neue Approbationsordnung, über den Referentenentwurf könnte man noch viel länger reden. Es gibt vieles zu diskutieren. Das möchten wir der Zeit geschuldet nicht tun. Ja, ich glaube, es geht noch viel Wasser, die Warnow runter in Rostock oder den Neckar runter in Tübingen, bis die neue Approbationsordnung wirklich kommt. Was denken Sie, wie viel Wasser fließt noch runter? Wie lange dauert es noch? Also im Augenblick sieht der Fahrplan nach wie vor noch in dieser Legislaturperiode das Ganze durchzubringen. Vielleicht zum aktuellen Geld setzen würde ich jetzt ungern. Also die Länder haben schon signalisiert, dass sie auf jeden Fall noch weiteren Gesprächsbedarf sehen. Und wir sehen ja auch, dass noch Dinge nachgebessert werden müssen. Angekündigt ist der Kabinettsentwurf für nächste Woche bislang immer noch. Da bin ich gespannt, was drinsteht, wie viel von unseren Anregungen schon vom BMG aufgegriffen wurde. Aber die Länder haben schon angekündigt, auch noch weitere Änderungen vornehmen zu wollen im weiteren Verfahren. Mal schauen, wie lange das dauert. Wir bleiben gespannt, ob es in dieser Legislaturperiode noch durchgeht oder nicht. Letzte Frage, was wünschenswert wäre in dem Referentenentwurf, wäre ein Anrecht auf Lehre, vor allem mit den jetzigen Zeiten. Gibt es sowas? Das wäre tatsächlich wünschenswert, wenn man sich anschaut, gerade heute mit dem Infektionsschutzgesetz, was nochmal Präsenzlehre mehr oder weniger pauschal aussetzen soll, das ist natürlich schwierig. Also wir wollen Mediziner ausbilden, wir wollen auch Mediziner kompetent ausbilden und das geht eben nicht nur virtuell. Wir können sicherlich mit viel Kreativität, und da haben ja auch die Lehrenden viel Kreativität und Pragmatismus und Improvisationskraft gezeigt, Dinge virtuell umzustellen. Also da bin ich auch immer wieder beeindruckt, aber das kann natürlich nicht das the real thing ersetzen, gerade in der praktischen Ausbildung. Und das muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass das auch nicht immer wieder betont werden muss, sondern das ist da. In der medizinischen Ausbildung geht es nicht ohne praktische Ausbildung. Praktische Ausbildung im Labor, genauso wie praktische Ausbildung am Patienten, das muss sein und das kann ich auch nicht einschränken. Und die Möglichkeiten bestehen ja auch. Wir haben jetzt ausgetüftete Hygienekonzepte, wir haben Testkonzepte an allen Standorten. Es wird an vielen Stellen schon geimpft, auch bei den Studierenden im klinischen Setting und sowas. Also mit sowas zu kommen, wie wir es jetzt heute gerade gehört haben, mit Infektionsschutzgesetz, das pauschal Präsenzlehre aussetzen möchte, das geht in die falsche Richtung. Also von daher, ja, es wäre sinnvoll, so ein grundsätzliches Anrecht auf Lehre auch zu formulieren. Frau Dr. Wissing, welch wunderbares Schlusswort. Ich denke, Sie sprechen vieler meiner vorklinischen, meiner klinischen Kollegen, aber auch unserer Studierenden aus der Seele. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Auf Wiedersehen. Gerne, Herr Kipp. Schönen Tag noch. Ciao.